Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Momente aus 30 Jahren. Am 30. Oktober 2019 machen sich zehntausende Dynamo-Fans auf ins Berliner Olympiastadion. In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft die SGD an diesem Abend in der Hauptstadt auf Hertha BSC. Ein großer Tag für Fußball Dresden, ein stolzer Tag für diesen großartigen Verein. Es war gigantisch schon der Moment, in dem du ins Stadion reingekommen bist und du gesehen hast, über die Hälfte des Stadions ist schwarz-gelb, egal wo du hingeguckt hast. So was hat man ja auch vorher noch nicht erlebt. Das war ja noch mal eine Stufe schärfer als die Allianz Arena. Das war einfach unfassbar, überall schwarz-gelb und du hast regelrecht gespürt, diese Vorfreude bei allen. Jeder, der um dich rum stand, konnte es kaum erwarten. Jeder war völlig geflasht von dieser Atmosphäre. Mehrfach hatte die Hertha das Auswärtskontingent im Vorfeld der Partie für die Gäste aus Dresden erhöht. Schließlich gingen auch über den freien Verkauf tausende Tickets ins Dynamoland, sodass am Pokalabend rund die Hälfte des geschichtsträchtigen Olympiastadions unter dem Motto des Tages alle in Gelb in die Vereinsfarben der SGD getaucht ist. Wenn man das sieht hier im Berliner Olympiastadion, was dieser Verein für eine Kraft hat, was dieser Verein wirklich ausstrahlt, dann geht einem echt das Herz auf. Auf dem Spielfeld mit dabei ist an diesem besonderen Abend auch Kevin Ehlers. Das damals 18-jährige Ausnahmetalent hatte erst im selben Jahr den Sprung in den Zweitligakader geschafft und am ersten Spieltag der Saison 2019-20 sein Profidebüt gefeiert. Es war einfach total irgendwie surreal, also dass man jetzt einfach vor 70.000 Menschen spielt, wobei man letztes Jahr noch, was weiß ich jetzt, nach Berlin gefahren ist zur Hertha und gegen die A-Jugend gespielt hat. Aber ja, das verflog dann auch relativ schnell, diese Nervosität, und kam eher Freude auf, dass man sowas halt erleben darf in dem Alter schon. Und ja, das war einfach ein toller Moment. Die einmalige Atmosphäre auf den Rängen überträgt sich auch sofort auf den Rasen. In einer rasanten ersten Halbzeit erarbeitet sich das mutig aufspielende Team von Cheftrainer Christian Fjell einige Chancen, hat aber auch in der ein oder anderen Szene Glück und mit Kevin Proll einen starken Rückhalt im Tor. Knapp 10 Minuten vor der Pause bekommt Dynamo den Ball nach einer Ecke der Berliner und kontert blitzsauber über Alexander Jeremejew und Musa Kone. Spielminute! Boah! Ist das gut! Könnte der Schiedsrichter jetzt nicht einfach abpfeifen? Ja, natürlich ist es schwierig, sich da was auszurechnen, beziehungsweise da mit Erwartungen hinzugehen. Allerdings muss man halt sagen, im Pokal wussten wir auch, ist alles möglich. Schon in der ersten Runde sind viele Bundesligisten an niederklassigen Gegnern ausgeschieden. Und ja, warum nicht? Also erst recht bei der Kulisse und bei dem Abend, was da auf uns zukommt. Natürlich malt man sich da auch Chancen aus. Die Berliner erwischen in Halbzeit 2 dann aber einen optimalen Start. Wolf spielt auf Luke Bacchio, der Ausgleich nach 48 gespielten Minuten. Davon zeigt sich die SGD zunächst beeindruckt. Nur noch selten gelingt dem Zweitligisten Entlastung nach vorn. 5 Minuten vor dem Ende dann ein Foul von Niklas Kreuzer an Luke Bacchio. 11 Meter. Duda verwandelt sicher. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sieht alles nach einem Sieg der Hertha aus. Doch noch ist nicht Schluss. In der 89. Minute bekommt Dynamo nach einem Foul an Kone ebenfalls einen Elfmeter. Der Ex-Herthaner Patrick Ebert tritt an. Ebert gegen Kraft. Komm, Ewi, bitte mach ihn! Ja! Ja! Ausgleich! 2:2! Alles wieder drin! Es ist eine epische Fußballnacht in Berlin, die auch eine gewisse Symbolkraft hat. 30 Jahre nach dem Mauerfall duellieren sich zwei Traditionsvereine aus Ost und West, deren Wege sich jahrzehntelang nie gekreuzt hatten, und feiern ohne klassische Trennung der beiden Fanlager in der gesamtdeutschen Hauptstadt ein friedliches Fußballfest.
auch das war für mich ein Grund dafür, eben nicht mich auf die Pressetribüne zu setzen, sondern direkt unterm Fanvolk dabei zu sein, unabhängig von der emotionalen Schiene, einfach um erleben und sagen zu können, ja, tatsächlich, das war Werbung für den Fußball und das war Werbung für die eigene Mannschaft, für die eigenen Fans, um wirklich sagen zu können, hier ist alles friedlich abgelaufen. Leute, guckt euch das an. Und dann geht es also vor 74.429 Zuschauern im prall gefüllten Berliner Olympiastadion in die Verlängerung. Hertha hat zunächst großes Glück, dass Vedat Ibisevic nach einem üblen Tritt gegen Kevin Prol die Verlängerung übersteht. Und Dynamo bekommt die verdiente Zugabe gegen den großen Favoriten. Die Achterbahn der Gefühle geht bis zum letzten Akkord dieses dramatischen Spiels weiter. Es war natürlich, also für jeden Fußballfan, glaube ich, ein tolles Spiel. Ob es die Nerven von einem selber so gebraucht hätten, sei dahingestellt. Aber ja, am Ende war es, denke ich, für alle ein toller Fußballabend. Das liegt vor allem am Außenseiter aus Dresden, der einen großen Kampf liefert und es schafft, erneut in Führung zu gehen. In der 108. Spielminute bedient Marco Hartmann den eingewechselten Luka Stohr. Pure Ekstase bei allen, deren Herz für Dynamo Dresden schlägt. Luka Stohr, Sloweniens bester Export, macht das 3:2 für Dynamo. Wir träumen vom Achtelfinale im DFB-Pokal. Das war Wahnsinn. Irgendwie hat man gebangt und gezittert und im Hinterkopf irgendwie gehabt, das kann doch hier nicht, das kann es doch nicht geben, dass wir hier gewinnen. Das 3:3 durch Torunariga fällt in der letzten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung. Und im Drehbuch eines denkwürdigen Pokalkrimis wird das letzte Kapitel aufgeschlagen. Nach dem regulären Elfmeterschießen steht es immer noch unentschieden. Dann nimmt sich Kevin Ehlers als sechster Schütze der SGD die Kugel. Ich wollte auch schießen. Es war ein brutal langer Weg. Also der Moment war dann sehr, sehr lang gezogen. Allerdings war es dann, wo man da war, ging es total schnell. Ball hingelegt und gefühlt war der Ball dann schon geschossen. So, man war sehr aufgeregt vor dem Moment. Ehlers bleibt ruhig. Ehlers bleibt ruhig, nimmt Anlauf und jetzt hält Kraft diesen Elfmeter von Ehlers. Das tut mir besonders leid für den Jungen. Natürlich war ich enttäuscht. Das ist ja ganz klar, wenn man den entscheidenden Elfmeter, sage ich mal, verschießt und dadurch nicht weiterkommt, ist es schon in dem Moment ein herber Schlag. Allerdings ja, hat das Team und das ganze Umfeld drumherum, sage ich mal, da ganze Arbeit geleistet, mich gleich wieder aufgebaut und das hat schon geholfen auf jeden Fall. Dass er am Ende das Ding nicht reingekriegt hat, na klar war das ärgerlich und das wird er sicherlich auch noch seinen Enkelkindern erzählen. Aber auch da fand ich ganz angenehm, da gab es keine bösen Worte, kein böses Blut, weil irgendwie war allen klar, egal wie das Spiel ausgeht, da hat die Mannschaft zusammen mit den Fans wirklich was ganz Großes erreicht. Dynamo scheidet nach einem großen Fußballfest und der rückblickend besten Saisonleistung unglücklich im Elfmeterschießen aus. Und die alte Dame zieht mit 8:7 in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Für einen kurzen Moment ist die gelbe Wand in der Westkurve des Olympiastadions ganz still. Doch es dauert nicht lange, bis den Zuschauern im Stadion bewusst wird, hier gerade etwas Einmaliges erlebt zu haben. Es ist halt eher der Moment, der so im Hintergrund bleibt, diese Atmosphäre und dieses Gefühl, vor 70.000 Leuten zu spielen. Ich denke mal, das sind alles Erfahrungen, die mich weitergebracht haben und die mir jetzt im weiteren Verlauf helfen werden, weil ich alles sowas schon mal erlebt habe. Also ich bin mir relativ sicher, das werde ich nicht mehr erleben, sowas. Und ich könnte mir vorstellen, es wird auch nicht so einfach sein, das nochmal zu toppen. Weil wo willst du mit 30.000 Gästefans, in welches Stadion willst du gehen? Also die ganz großen Stadien, die werden die meisten Plätze, wie München oder Dortmund, sollte es mal dazu kommen, für sich beanspruchen. Da waren so viele Zufälle, positive dabei, die das möglich gemacht haben. Und ich denke, also das wird für mich bis zum Ende meiner Journalistenkarriere absolut an Nummer 1 stehen.